Hallo, hallo Leute, es geht weiter mit Resident Evil. Ich habe das Spiel jetzt schon mit Sicherheit seit, keine Ahnung, wann habe ich den ersten Part hochgeladen und wann habe ich aufgenommen? Also seit dem ersten Aufnehmen ist jetzt schon wieder einige Zeit vergangen. Ich hoffe, steuerungstechnisch habe ich noch einiges drauf. Let's split up. Okay. Ah. This way. Okay. Ah. 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 Ich weiß noch einiges. Okay. Kombinierer. Gut, das Messer. Er hat natürlich Dartjobpflege und wir mal ab. Was hat denn Rebecca so Wunderbares in ihrem Inventar? Das ja, das kann ich aber so jetzt nicht akzeptieren. Na gut. Ich würde mal sagen, ich leg auch mal das nette Ding ab. Das brauchen wir irgendwann später noch einmal. Billy bleibt erst einmal hier. Deswegen stellen wir die netten Herren auf inaktiv und auf Team. Und ich werde mal nur mit Rebecca losgehen. Und mal schauen, ob wir hier eventuell etwas reisen können. Ich muss jetzt echt erstmal wieder schauen, wo zur Hölle kann ich hin, wo zur Hölle muss ich hin, was kann ich machen und wo kann ich was machen. Das ist jetzt gerade echt ein ziemlich schwieriges Problem, weil ich jetzt leider Gottes keine Ahnung habe, was genau jetzt gerade abgeht. Ein Spiegel. Der Wasserhahn ist völlig trocken. Er ist vermutlich kaputt. Da sagst du was, Rebecca. Da sagst du was. Okay. Mir gefällt diese Kameraperspektive schon nicht. Pissoirs und eine Flasche. Toiletten haben wir hier auch. Das ist aber wunderbar. Nimm mal die Flasche mit. Irgendwas, wo man was aufmachen kann hier. Nee, aber wir haben hier ein grünes Kräutchen und wir haben hier einen Benzinkanister. Der Benzinkanister ist wieder einmal recht wichtig, recht gut für uns. Denn wenn wir es kombinieren, haben wir nämlich wieder Molotov-Cocktails. Und Molotov-Cocktails, haben wir mal gehört, sind super. Und das grüne Kräutchen nehmen wir natürlich auch mit. Denn grüne Kräuter, sagen wir mal ehrlich, kann man einfach nicht liegen lassen. Okay, gehen wir hier wieder raus. Hi! Hi, Leute! Halt, da! Halt, da! Den habe ich komplett vergessen. Aber zum Glück hat er gerade... Ich weiß nicht, was der gerade gemacht hat, aber... Zum Glück war der gerade so scheiße. Ach stimmt, die Tür mit der Uhr, genau. Die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Okay. Der hat gerade einfach nur irgendwelche Probleme. Also hier kommen wir erst später wieder hin, das ist das Gute. Das heißt, den netten Herrn, den können wir erstmal ganz schön links liegen lassen. Den brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal weiter unten rum. Follow me. Nein. Check over there. Yeah. So. Wir nehmen allerdings auch erstmal eben kurz das rote Kraut und kombinieren mal diese beiden Kräuter. Denn, wenn wir die hier so liegen lassen, dann nehmen die uns unter anderem auch Platz weg, um hier Sachen zu verstauen, weil man kann in den ganzen Bereichen auch nur eine gewisse Anzahl von Objekten verstauen. Ja, lasst es einfach mal auf euch wirken. Übrigens habe ich auch eine kleine Sache nochmal rausgefunden, beziehungsweise eine kleine Theorie meinerseits, und zwar wieso ich beim letzten Mal den riesigen Fail hatte, dass ich die ganze Heilung, die ich in dem Zug hatte, einfach nicht mitnehmen konnte. Das lag daran, dass meine Theorie so ist, die Objekte, die ich aufgesammelt und wieder abgelegt habe, die landen dann beim Zugunglück. Heiliger Schatzki. Nee, der ist mir ein bisschen zu pink. Die landen dann beim Zugunglück wieder beim Zug, quasi vor dem Zug. Das ist quasi meine Theorie. Und die Objekte, die ich nicht aufgesammelt hatte. Ach, hey. Die ich nicht. Nimmst du das mit? Und die Objekte, die ich nicht aufgesammelt hatte, was ja unter anderem ja auch, wo ist denn der Zombie hin? Ach, da liegt er. Was ja unter anderem auch, die Heilung war. Die, liegt dann da natürlich nicht da, weil ich die vorher noch nicht aufgesammelt hatte. Ist das einigermaßen verständlich? Also Dinge, die ich in dem Zug aufsammle und wieder ablege, landen dann nach dem Zugunglück vor dem Zug. Sodass ich diese auch mitnehmen kann, weil die hatte ich ja schon gefunden. Und dementsprechend auch quasi so eine Art Anrecht drauf.
Die anderen, ja gut, ein Feuermotiv. Und Dinge, die ich nicht aufgesammelt habe, die haben natürlich dementsprechend keinen Stellenwert gehabt. Die haben, hatte ich noch quasi teilweise vielleicht noch nicht gefunden. Ihr wisst, ich glaube, ihr habt ungefähr denselben Gedanken, oder? Der sieht so verdächtig aus, der Kerl. Der Wasserhahn ist rostig. Es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Okay, das ist aber schade. Na gut, schauen wir nochmal ganz kurz nach. Was haben wir hier alles? Gut. Oh, ich habe gerade voll... Das Problem ist, ich bin gerade so ein bisschen angespannt, weil... Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich, das Problem habe... das Problem habe, dass ich so wenig HP habe und, dementsprechend auch die... Eieiei. Die Heilung... Da hinten liegt Heilung. Auch die Heilung nicht. Das macht mir total zu schaffen, Alter. Schauen wir mal, was wir hier hinten haben. Okay. Das Fenster möchte mir nichts sagen, dann gehe ich mal hier rein. Hi! Ich möchte, dass du hinfällst. Ich möchte, dass du hinfällst. Fall hin! Gott. Hallo? Da! Bam! 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 Sag mal! Was ist denn mit dem los? Er steht nicht auf. Okay, das könnte unter Umständen so... Das könnte so ein kleines bisschen erklären, warum der so viel ausgehalten hat. Oh, ich sehe hier gerade was Wunderschönes. Etwas Wunderschönes. Ich denke mal, ihr seht es auch, ne? Ja, gut. Jetzt habe ich nochmal wieder Benzin. Das hatte ich ja sogar schon in Dings, nochmal in der Halle. Deswegen kann ich jetzt auch gerade leider die Pumpe hier nicht mitnehmen. Muss ich jetzt so hinnehmen? Ich werde mal ganz kurz schauen, was wir hier oben haben. Wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht ganz täuscht, dann steht der auf. Oder? Ja. Bitte fall schnell hin. Du läufst aber noch nicht aus. Jetzt. Okay, wunderbar. Dann gehen wir auf die. Jetzt gerade ist so eine Zeit, wo wir... Alter! Wo wir sehr viel Munition verballern. Leider Gottes. Wir haben leider keine andere Wahl. Ansonsten werden wir ganz schön weggeknabbert. Nein. Oh, das ist doch einer. Bisschen hinziehen. Ah, das war jetzt wieder zu weit. Und der ist auch weg. Allerdings glaube ich noch nicht ganz, oder? Sag ich ja. Mal hin und bleib liegen. Mann. Ah, guckt euch die Munition an. Wir hatten am Anfang so viel. Okay, hier war jetzt einiges an Zombies. Hier möchte ich jetzt auch nicht unbedingt versuchen, dran vorbeizulaufen. Also, ich kann es versuchen, aber ich werde es nicht machen. Ich werde ein Kräutchen mitnehmen und das andere werde ich sofort verwenden. Verwenden. So, jetzt bin ich wieder auf gesund. Das macht mich früh und munter. Und danach hole ich mir noch einen runter. Oder so. Die Tür wurde aufgeschlossen. Das ist super. Okay. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssten wir hier auch wieder so ein Safe Room haben, ja? Ich hoffe es. Ja, das müsste der sein. Ja, das ist er. Okay, das ist er. Gut, hier haben wir jetzt wieder ein Safe Room. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier etwas. Security System is locked. Please insert System Disk. Okay, Pfad für Evakuierungsübung gesperrt. Aktivieren des Freigabesystems erfordert System Disk. Okay. Können wir dann erst später haben. Da hinten sehe ich noch Pumpenmunition, Farbbänder. Und hier vorne auf dem Pult, auf dem Tisch hier lag noch eine Nachricht. Richtlinien für Auszubildende. Ziel der Ausbildungsstätte.
Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corporation. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten, Richtlinien der Ausbildung, Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz diese Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen, widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst, dem Unternehmen, Ehre. Und dem Unternehmen Ehre, ja. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation. MGMT, Ausbildungsstätte. Ja, Richtlinie für Auszubildende, ist aber super. Gut, dann, ich habe jetzt gerade leider Gottes alles voll, deswegen kann ich jetzt gerade schlecht noch etwas machen. Ich gehe hier durch, denn hier haben wir... Die Eingangshalle! Ja, die Eingangshalle. Und, hier werde ich dann auch mal ganz diskret das hier ablegen. Kann hier nicht abgelegt werden, das ist aber schade. Kann ich wohl höchstwahrscheinlich nur unten. Dann werde ich einfach, um den Platz nicht zu verschwenden, das Ding hier drauflegen. Ja, eine Waage. Wir können aber mal sehen, was da so draufgeschrieben ist. Eventuell Statue von der Waage entfernen. Ach nee, ich glaube, es bringt gar nichts. Wir können da, glaube ich, gar nichts lesen. Wenn wir das anklicken, dann heißt es, glaube ich, sofort nur irgendwas drauflegen und das soll... Ja, der gute alte Marcus. Dann haben wir hier ja noch einmal das nette Ding. Ja. Das möchte ich dann einmal kombinieren und ablesen. Dann haben wir hier nochmal wieder ein Kräutchen. Das ist höchstwahrscheinlich auch direkt hier vorne, weil ich habe ja das andere Kraut nicht wirklich bewegt. Gut. Dann müsste ich jetzt mal ganz, ganz kurz Billy losschicken. Jo, dann lauf mal los, Billy. Wir nehmen das hier, werden das auch gleich verwenden. Dann ist Billy nämlich wieder gesund. Das Messer, das werde ich in einem anderen Raum ablegen, weil wir das, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr gebrauchen werden. Die Pumpmunition bleibt hier. Die bleibt nicht hier, die nehme ich mit. Die Pistolen, die Pistole, die könnte ich eigentlich leer ballern und dann liegen lassen. Bei Billy bevorzuge ich eigentlich dann schon irgendwie, Pumpe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist immer so schwierig, weil die Pumpe und die Pistole zusammen, die nehmen immer relativ viel Platz weg. Egal, ich rüste jetzt erstmal die Pumpe aus und hol mir jetzt erstmal die andere Pumpe, sowohl die Pumpenmunition als auch das Farbband in dem Raum da oben. Nein, das Farbband werde ich nicht nehmen, das werde ich da lassen. Dann habe ich nämlich hier im Safe Room und im anderen Safe Room schon mal Farbbänder liegen, falls ich da mal irgendwas speichern will oder so. Gut, aber hier wir sonst noch irgendetwas? Nein, hier ist nur das Farbband und die Schreibmaschine, mehr nicht. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und hoffe mal, dass da eventuell mindestens ein Zombie auf mich wartet, damit ich die Pumpe hier leer schießen kann. Mann, lauf nicht die ganze Zeit dagegen. Denn die werde ich dann ablegen und nie wieder gebrauchen. Ich bin ja sowieso ein Fan von Schrotflinten, die jetzt nicht unbedingt nur zwei Patronen passen. Ne? Ich meine, so eine schöne Jagdflinte, so eine doppelläufige, finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so scheiße. Die hat auch so ihren Charakter, aber... weiß nicht. Das Nachladen, das ist da das Problem. Man hat so wenig Schuss. Klar, man hat diese wunderbare doppelte Kraft, ne, quasi, aber... Oh, hier ist niemand. Das ist jetzt echt scheiße. Gut, aber dann kann ich das Messer ablegen und die Pumpe mitnehmen. Dann werde ich in einen anderen Raum gehen, den untersuchen und dann die Pumpe quasi benutzen und dann dort ablegen, hab dann wieder zwei Plätze mehr. Ich werde auf keinen Fall Rebecca die Pumpe geben. Weil da muss ich mir die Schrotflintenmunition auch wieder aufteilen und... Ah, nee.
Also ihr seht schon, man hat hier große Probleme bezüglich Platz und so weiter und so fort. Klar, man hat hier die Laufwege zwar so ein klein wenig vermindert, indem man die Sachen hier und da überall ablegen kann, wo man will. Aber, trotzdem. Der Platzmangel ist trotzdem stark da. Vor allem, wenn man nicht genau weiß, was soll man mitnehmen oder wo soll man genau hin und wo soll man wann hin und... Hallo? Ach Mensch! Das ist ein einsamer Zombie hier, ey. Oh ne, doch nicht, der ist dev. Was haben die wohl hier getrieben, diese Schlawiner? Okay. Dann würde ich sagen, kann ich die hier mal ablegen und die Pumpe ausrüsten. Denn die andere habe ich ja jetzt mittlerweile leer geballert. Mit der kann ich auch nichts mehr anfangen. Okay, wieder eine Tür mit Feuermotiv. Was haben wir hier? Ja, wir erkunden langsam, aber stetig, ne? Wir kommen voran. Ah, ja. Erstmal eine Karte. Was ja nach wie vor wunderbar ist, wenn man zumindest mal weiß, was es hier alles gibt, ne? Gut, da sind wir angefangen. Wir sind hier hingelaufen, bla bla, sind dann hier rausgekommen. Hier liegt überall Scheiße. Hier ist Rebecca. Hier ist eine verschlossene Tür, hier ist eine verschlossene Tür, da ist eine verschlossene Tür. Wir haben hier quasi alles entdeckt. Dann geht's hier hoch. Verschlossen, verschlossen, da können wir noch rein. Verschlossen. Verschlossen. Und ansonsten waren wir überall. Das heißt, da ist jetzt quasi der letzte Weg, den wir gehen können. Ich hoffe, wir finden dann auch irgendwas. Und hier... Ja gut, ne? Mal schauen, ob wir dann gleich hinkommen. Ich weiß noch nicht ganz. Was haben wir denn da? Mikrofilm. Ah, ja gut. Den kann ich mal mitnehmen. Die Kerze ist abgebrannt. Verschlossen. Ja, und wie wir natürlich sehen, ein ganz schöner versteckter Hinweis. Da. Wenn wir das anmachen, dann geht natürlich die Tür auf. Problem an der Sache ist, unser Feuerzeug ist leider Gottes, wenn wir es untersuchen. Das Feuerzeug scheint leer zu sein. Momentan ist es nutzlos. Heißt so viel wie, wir müssen erstmal ein klein wenig etwas für unsere für unser Feuerzeug finden. Mal hoffen, dass wir das auch schaffen. Ein Farbband nehme ich gerne mit. Das kann ich, also in einem LP ist es sehr, sehr gut, wenn man Farbbänder hat. Und ein Aufzug mit einer Kurbel. Die Windesteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Ja, ja. Wir müssen also wieder eine Kurbel finden. Gut, das wäre es dann auch schon mit diesem Raum. Gut, hier sind keine Zombies mehr, sind alle ausgerottet. Aber das ist das Gute an Resident Evil Zero. Auch wenn man die Zombies hier ausrottet, es gibt doch die Möglichkeit, dass man unter Umständen wieder auf Zombies trifft. Na gut, gehen wir jetzt erstmal da vorne hin, also hier in den Raum. Mann, hör auf. Und hoffen, dass wir da etwas finden, womit wir auch weiterkommen. Allerdings, bevor wir das machen, werde ich die Ink Ribbons und den Mikrofilm ablegen. Denn den brauche ich jetzt nicht. Danke, dass ich runter darf. So. Ink Ribbon haben wir hier. Das kann ich mal direkt mitnehmen. Dann stackt sich das direkt. Und dann ablegen. Ablegen. Okay, dann gehe ich mal nach oben und mal schauen, ob wir da was finden. Das wäre natürlich super toll. Ich muss mir auch mal bei Gelegenheit die ganzen Bilder nochmal angucken. Finde ich persönlich immer schön, was da für Bilder hängen. Ja. Man hat's gehört, oder? Man hat's gehört, eindeutig.
Nein, das nehme ich jetzt noch nicht. Ja, man hört es eindeutig. Es gibt hier Krähen. Diese Einstellung gefällt mir gerade nicht. Ach, hör auf. Was haben wir hier? Ein uralter Kamin. Es ist nur noch ganz wenig Asche übrig. Okay. Ich würde sagen, wir lesen mal ein kleines Ründchen. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Ja, für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte. Erdgeschoss 1. W. Kontrollraum. Erdgeschoss 2. So. Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815. Vielen Dank. 0815. Muss man sich mal merken. Ich bin aber mal gespannt, warte mal, die Räume, die er genannt hat, wo könnten die denn gewesen sein? Im ersten. Im Westen? Hier vielleicht? 085, das war doch, glaube ich, diese Uhrtür, oder? Das war, glaube ich, diese Tür mit der Uhr da drüber. Das könnte sein. Und hier im Obergeschoss? Südost. Südost. Der Raum? Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Konferenzraum, ne? Muss ich sagen. Die Teile, die haben so ein bisschen was von Konferenzräumen. Stimmt eigentlich. Wir können ja gleich mal gucken, ob das auch so eine Tür mit einer Uhr ist. Dann könnte ich eventuell meine Vermutung bestätigen. Was haben wir hier? Ah, Akkurbischen. Die Winde nehme ich mit. Ja, natürlich. Mensch, wer hätte das gedacht? Lauf. Oh Gott. Ja, also das ist schon, wenn man schon einige Resident Evil Teile gespielt hat, dann ist das recht vorhersehbar, was da genau passiert. This way. Roger. Gut, dann kann ich eigentlich Rebecca auch mal direkt mitnehmen. So, mal schauen, ob meine Vermutung... Ja, meine Vermutung war richtig. Die Tür ist verschlossen, es ist kein Schlüsselloch da und oben ist ein Bild einer Uhr eingraviert. Der Zugangscode lautet 0815. Bin ja mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Ich weiß ehrlich gesagt kaum noch. Naja, wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie beisammen kriegen. Gut, aber das mit der Kurbel, da bin ich mir schon sicher, da brauche ich Rebecca, deswegen nehme ich sie jetzt auch mit. Ja. Gut, hier liegt nach wie vor die Pumpe, kein Zombie in Sicht. Hat so ein bisschen was Ruhiges, ne? Aber gut. Gut, dann würde ich mal sagen... ich laufe mal falsch. Dann lass mich mal nach oben, Rebecca. Hier darfst du behalten. Dann bist du jetzt mal solo. Und wir tauschen mal kurz. Dann kann ich dich nämlich nach oben schicken und Rebecca bleibt mal hier. Gut, leck mich doch am Sack. So, jetzt aber. This way. Nein. Der Aufzug scheint betriebsbereit zu sein, aber erst muss ich... Okay, Aufzug benutzen, na klar. Nee, oder? Ja gut, dann tauschen wir mal kurz, ne? Och man. Das ist aber doof. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich schicke Billy nach oben. Aber gut, Rebecca wird dann auch wohl damit klarkommen, hoffe ich. Aufzug benutzen, ja klar. Rebecca fährt nach oben und dann wird man sie ganz leben. Bin mal gespannt, was wir hier so haben. Oh Gott. Nein, hör... Alter, verpiss dich, du Mist... Hab gesagt, verpiss dich, du Missgeburt. Sag mal... Nein. Lass mich in Ruhe. So langsam aber sicher habe ich die Faxen dicke. Jetzt bin ich schon auf
orangener Warnung. Friss das, du Stück Scheiße! Meine Güte! Ah! Oh. Meine Fresse! Ist ja nervig! Ha! Nein! Weg mit dir! Na, da, 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 da! Ai, ai, ai! Friss es! Liegen die da jetzt gerade perfekt aufeinander? Die liegen da fast perfekt aufeinander, Respekt! Mann, ey! Ah. Okay, okay, okay. Gut, Pistolenmunition. Ja, Zahnräder scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Dann war hier Pistolenmunition. Nehmen wir mal mit. So, haben wir hier irgendwas. Huch. Alfred Ehr. Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Wie habe ich das jetzt... Hier ist doch gar... Ah. Mensch. Hätte man auch noch drauf kommen können, wa? Gut, gehen wir mal weiter. Oh Mann, ey, das kotzt mich gerade total an, dass ich jetzt so viel Damage genommen habe wegen diesem einen dämlichen Kackvieh. Ah, nee, 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 ein Rabe. Halt die Fresse! Missgeburt, ey. Kotzt mich. Nein, nein, nein. Da, 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 da. Lass mich in Ruhe. Langsam habe ich echt die Faxen dicke. Ah. Kann ich gleich verwenden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall verwenden. Okay, schnell weg. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach nur in Ruhe. Da ist noch ein rotes Kraut gewesen. Da ist noch ein rotes Kraut gewesen. Da, 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 da. Das rote Kraut will ich haben. Gib mir das rote Kraut. Gib mir das rote Kraut. Danke. Und jetzt aber schnell weg hier. Ich möchte schnell... Lass mich in Ruhe. Ey, wenn ich jetzt noch wegen solchen Kackviechern sterben sollte, ne, dann... Ah! Da drehe ich aber voll am Rad, ey. Ah, Warnung. Der Raum. Ja, ja. Ja, 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 ja. Erinnerungen kommen zurück. Hier hinten haben wir nichts. Leider Gottes. Hier haben wir, glaube ich, allgemein gerade gar nichts. Es geht, glaube ich, noch einmal hier runter. Dachte ich mir auch. Und dann haben wir hier einen Käfig. Ein Käfig zur Aufzucht von Tieren. Er ist schwer zu hoch, schwer zum Hochheben. Aber wir sehen, er ist ja an etwas befestigt. Aber das kann ich alleine nicht machen. Dafür brauche ich meinen lieben Billy. Und Billy Bob ist gerade leider nicht da. Deswegen muss ich jetzt erstmal Billy Bob den Weg eröffnen, zu mir zu kommen. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay, Billy Bob. Dann würde ich sagen, speichere ich hier jetzt erstmal eine Runde und beende dann auch direkt erstmal den Port. Ah, meine Güte. Und werde dann aber noch nicht direkt weiter aufnehmen, weil ich jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit habe. Wo haben wir denn Ink Ribbon? Da haben wir Ink Ribbon. Komm her, Ink Ribbon, komm her. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal weitaus gebessert. In dieser Hinsicht und muss sagen, unser Zustand ist nicht so scheiße. Wir haben Heilung, wir haben Munition, wir haben Waffen. Das ist schon mal gut. Und was wir damit anfangen, das werden wir dann im nächsten Part erfahren, Leute. Deswegen seid schon mal gespannt und ja. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn nicht, dann sagt mir ruhig, was euch nicht gefallen hat. Konstruktive Kritik ist sehr gern gesehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi und Kowski.